Alter, was geht ab, Leute? Wir sind hier auf dem Weg zum alten Nordfriedhof, denn es ist C-Day. Samuzu C-Day und der ist heute wieder 6 Stunden. Wusste ich gar nicht. Ich dachte 3, aber um das auszugleichen, dass man eigentlich zu Hause spielen sollte. Ich habe mir das Ticket gekauft für 99 Cent. Muss man nicht, aber ich kann es mir leisten. Euch viel Glück, viel Spaß und ja, schauen wir mal, wie lange ich zocken werde. Abra C-Day hatte ich ja abgebrochen. Ich denke auf jeden Fall nicht die vollen 6 Stunden. Das ist irgendwie ein komisches, mentales Ding. Bei 3 Stunden denkt man sich ja, okay, die 3 Stunden ziehe ich jetzt durch. Ist nicht so lange. Aber bei 6 Stunden denkt man sich dann, ja okay, ich ziehe eh nicht die vollen 6 Stunden durch. Also kann ich irgendwie auch nach 2 Stunden bereits aufhören. Und dadurch, dass halt dann einfach 6 Stunden sind, spielt man oder ich am Ende dann aber weniger, als wenn es 3 Stunden sind. Komische Sache, oder? Falls ihr wisst, was ich meine, schreibt das gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, euch viel Spaß, viel Glück, Mann. Eigentlich alles, außer das neueste Zeug. Yo, erste Shiny. An sich können wir auch eigentlich wieder nach Hause gehen. Aber wir haben auch noch einen Glückssausch. Oh. Nee, ganz ehrlich, selbst wenn der fliegt, an wen juckt's? Dann hole ich mir einfach noch einen. Jetzt hätte man am Ende des Tages nicht eh 20 davon. So. Vielleicht ist ja ein 100er. So, ein kleiner Tausch. Was ziemlich gut ist sogar für mich. Und hoffentlich auch für den Kollegen. Ich kriege immer die Frage, wieso ich mich umbenannt habe. Es ist ein kleiner Insider-Joke von den TPT-Jungs, denn die sind jetzt, machen einen auf Vermögen und Finanz und dies, das, möchte gern. Und das steht für Team Vermögensanbau. Na, nicht so gut, aber in dem Fall juckt es nicht. Wegen dem Bitcoin und so. Also, lange Geschichte, erzähle ich euch vielleicht irgendwann mal. Heute, was geht, Leute? Ich gehe mal auf die andere Seite, um ein bisschen zu filmen. C-Day ist natürlich noch nicht vorbei. Alter, der läuft noch ewig. Aber wir haben genug. Ich zeige euch später die Ausbeute noch. Aber wir gönnen uns jetzt erstmal Döner. Beziehungsweise ich habe mir Köfte gegönnt, weil der Meme muss sein natürlich. Aber die anderen haben sich Döner gegönnt und danach ein bisschen entwickeln und dann zeige ich euch die Ausbeute. Ich hoffe, ihr wart erfolgreich. Ich habe euch jetzt nicht viel gezeigt, weil ich habe einen alten Kollegen getroffen, wir haben ein bisschen gequatscht, dann sind wir ein bisschen rumgegangen, haben ein bisschen über Game of Thrones gequatscht, weil während der Quarantänezeit haben andere Kollegen jetzt angefangen, die Serie zu schauen und ein bisschen Smalltalk, hier und da ein paar Shinies gefangen, aber viel mehr ist natürlich auch nicht passiert, also Ausbeute seht ihr dann gleich noch. Piu! Ich habe mir einen Köfte Dürüm gegönnt, klang interessant, ist okay. Der Döner, das Dönerfleisch überzeugt mich mehr, aber ist nicht schlecht. Vor allem die Kombination mit den ganzen Sachen. Das Dönerfleisch besser, finde ich. Das ist übrigens der Döner, wo das Dönerbrot ein bisschen so länglich ist und ihr da in den Kommentaren immer ausprobiert, wieso das so komisch aussieht. Zweitbester Döner in München. So, ich bin wieder zu Hause. Ich muss sagen, Köfte Dürüm, nicht so mein Ding. Würde ich auf jeden Fall nicht nochmal kaufen und nicht weiterempfehlen. Harmoniert irgendwie nicht. Ausbeute. Moment. Neueste. Funddatum. Schillernd. Viel zu viel. 3, 6, 9, 12, 14, 15. 10 davon werde ich wahrscheinlich eh wegschmeißen. Aber einen werden wir auf jeden Fall durchentwickeln. Und ja, was soll ich sagen? Ich meine, ich entwickle immer mehrere durch für potenzielle Täuscher, aber hat bisher noch nie jemand gebraucht. Außer Murats zweiter Account. Das war bisher der einzige, der nach irgendwelchen C-Day-Pokémon unter 1,5 gefragt hat. Normal habe ich immer welche vorbereitet und durchentwickelt, aber seien wir ehrlich, kein Mensch braucht die. Deswegen bin ich da nicht mehr so heiß und motiviert. Einer reicht halt vollkommen. Vielleicht 2 oder so, wer die Familie sammelt, 3. Und den werde ich jetzt mit irgendjemandem dann 1 gegen 1 Ducky tauschen dann noch. So. Ein 100er habe ich glaube ich keinen über. Also ich habe schon welche entwickelt. Samurzel,
Und 4 Sterne. Ne, habe ich keine über. Naja, so ist das halt. Aber was ich noch abholen kann, ist das hier. Habe ich extra aufgehoben. Ist okay, kann man sich für 99 Cent gönnen. Muss man nicht. Das war, glaube ich, ein Knusper dabei. Ein Rocket Radar, also ein paar Sonderbonbons. Ein paar Bären, also ist schon in Ordnung. Aber diesmal leider keine Medaille. Das ist eigentlich der Hauptgrund, wieso ich das gekauft habe. Weil letztes Mal für Afrika gab es eine Medaille. Dieses Mal nicht. Sollte aber, habe gehört, dass es angekündigt wurde, dass es keine Medaille gibt. Also da habe ich wohl nicht aufgepasst. Ja, und das war, glaube ich, auch die... Nee. Ich würde sagen, das war die letzte Samoze-Quest, weil den Rest werde ich nicht mehr erfüllen heute. Ich mache nämlich jetzt ein Nickerchen, Alter. Und dann stehe ich auf und schneide das Video hier für euch. Falls es überhaupt online kommt, weil es halt echt nicht viel passiert. Nicht viel passiert. C-Day, neue Shiny bekommen, ein Glückstorch gemacht, ein Dürren gegessen. Das war so mein Tag, Leute. Schaut gerne unten in die Kommentare, wie viele Shiny Samoze ihr bekommen habt. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Views ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht Pokémon, CS Business.